Okay, Chatterino, gehen wir ins neue Schaschka-Video. Dating im Trash-TV zwischen falscher Liebe und echtem Fremdscham. Sonntag 18 Uhr, es ist euer Girl. Schaschka! Von toxischen Trennungen kommen wir zu Dating im TV. Wobei das auch nicht so viel auseinander ist, wenn man sich die... Dating im TV. Da könnte man an der Stelle schon das Video eigentlich beenden. Vielen Trash-TV-Paare anschaut, die dann ein trauriges Ende gefunden haben. Aber natürlich da vorher... Bro, mir tun die verlorenen Seelen leid, die das aktiv verfolgen. Das ist ja zu 99% sowieso gescriptet. Ist das wirklich Content, den sich Frauen anschauen? Es tut mir so leid. Guck mal, wenn du als Frau nicht zockst, was machst du denn dann mit der Zeit? Außer mit der besten Freundin über den letzten Johannes, den du gedatet hast, ablästern. Nägel feilen, Beine waxen. Was machst du den ganzen Tag? Da kannst du ja eigentlich nur so einen Scheiß schauen, oder? Ein gemeinsamer Song nicht fehlen. Ich hab dich einmal zu oft angesehen. Doch wie authentisch ist die Liebe im Fernsehen? Warum gucken wir es so gerne? Und was macht es mit unserer Vorstellung von Liebe, wenn wir Sendungen wie Bachelor, Are You The One oder Make Love, Fake Love schauen? Besonders das letzte ist ja interessant, das erzähle ich aber später, heute live am Sonntag um 18 Uhr. Ob nebensächlich bei alles scripted. Bei DSDS oder in einer Dating-Show. Anbahnende Liebesgeschichten sprechen viele von uns an, weshalb die Auswahl auf Plattformen wie Netflix und RTL enorm hoch ist. Ob es nun darum geht für körperlich... Oh, stimmt. Netflix hat da auch angezogen, Chat, ne? Netflix hat auch solche Shows gemacht. Immer auf diesen Reiter geklickt. Interessiert mich nicht, will ich nicht mehr vorgeschlagen haben. Besser ist. Eine Strafe zu zahlen, weil es in der Sendung verboten ist. Oder sich gegen 20 andere Mädels durchzusetzen für einen Mann, der eigentlich sowieso nur auf Spaß aus ist. Früher wurde man von Freunden verkuppelt. Heute sind es eher vermeintliche Experten, die einen dazu überreden, auf den ersten Blick zu heiraten. Um dann im nächsten Moment zu hören, dass die Verlobte einen gar nicht kennenlernen wollte. Natascha hat mir gesagt, ich bin jetzt ihr Typ und sie hat halt keinen Bock, mich kennenzulernen. Was? Das kann auch schief gehen, wenn man wildfremde Leute heiraten lässt? Doch was macht das Thema Dating im Fernsehen so beliebt? Oh je. 2018 brachte das Format Bachelor über 22 Millionen Euro an Werbeumsatz in die Kassen von RTL ein. Und das für Wahnsinn. Billig produzierte Formate. Klar, die Villen sind teuer, die Garderobe ist teuer, mehr oder weniger. Dennoch richtet sich der Fokus auf die Gefühle, auf das Drama. Nein, will ich nicht, ja. Aber ich will es mit dir klären. Ja, ich will dir sagen, wie ich mich fühle, wie eklig. Dann gib mir einen Kuss. Oder eben um das peinliche Rausschmeißen nach der Punch-Szene. Ein lohnendes Geschäft für den Sender als auch für den Kandidaten. Denn Sonne, Sommer und Alkohol und dabei vielleicht noch den Partner fürs Leben finden. Ich meine, eine Win-Win-Situation für alle, oder? Doch warum ist das so verlockend für den Zuschauer? Wir sehen romantische Dates und fiebern dabei mit, dass hoffentlich unsere... Würdest du eine daten, die bei sowas mitmacht? Also, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die Leute, die sich das anschauen und das irgendwie real ist, die denken, das wäre real. Wenn du das schaust und dir ist klar, das ist gescriptet und sowieso einfach nur die leichteste Form der Unterhaltung und wahrscheinlich auch die primitivste, okay, dann bist du trotzdem eine smarte Frau. Aber wenn du das so auf Ernst schaust, ne, dann ist dein Vorname wahrscheinlich die Lehrer oder so, die Lara oder so. Ey, Bruder, ich will ja auch jetzt wieder nicht hier das Schubladendenken auspacken, aber wer schaut das auf Ernst? Heutzutage noch. Wer schaut das noch heute auf Ernst so? Und wenn du da dabei bist, ne, die Leute, die das spielen, die denken halt, okay, vielleicht werde ich irgendwie viral. Weil die sind ja nicht nur Schauspieler in dem Fall, sondern auch gleichzeitig immer Influencer. Ne? Die haben ihre Instagram-Accounts, kriegen ihren blauen Haken etc. etc. Die versprechen sich davon halt auch dann immer irgendwo eine Karriere. Und das kann ich bis zu einem gewissen Punkt auch absolut nachvollziehen. Ne? Unsere Lieblingskandidaten gewinnen oder vielleicht die, die wir am wenigsten mögen, rausgeschmissen wird. Oder wir finden die Sendung so absurd, dass man nicht wegschauen kann, wie beispielsweise bei Naked Attraction, wo man seinen Partner nach seinen Geschlechtsteilen aussuchen soll. Oder wir raten mit, wo... Digga, what the fuck? Wo sind die Leute, die das kritisieren? Wo sind die Leute, die das kritisieren? Da fühle ich mich jetzt wirklich als Mann verarscht. Ich bin doch als Mann mehr als mein... Das darf jetzt nicht wahr sein. Ich bin ja wohl mehr wert als mein scheiß Jadak, der mir gewachsen ist wegen Genetik, Digga. Stellt euch da mal vor, hier würden nackte Frauen stehen. Und ein Mann würde aussuchen anhand der Titten und des Ass. Da wäre der Shitstorm wäre gigantisch. Twitter würde nicht brennen. Twitter wäre explodiert und hätte uns alle in ein schwarzes Loch eingesaugt. Frauen stehen da auch. Ja, das ist wirklich... Chat, ich verliere den Verstand. Warum hatte das nicht mega den Shitstorm, das Format? Das kann doch nicht sein.
Das ist einfach, das ist nicht mal mehr niedrigstes Niveau, das ist Abschaum. Abschaumniveau. Abschaumniveau, Digga. Unerträglich. Naked Attraction, das wo man seinen Partner nach seinen Geschlechtsteilen aussuchen soll. Oder wir raten mit, wo angebliche Psychologen Menschen zusammenbringen und die... Das sollte auch gar nicht erlaubt sein. ...die sie dann erraten müssen. Ja, Syrah, wirklich sehr überzeugende Argumente. Digga, das sind aber auch Granaten. Heilige Scheiße. Raffaela. Einfach Raffaela als Frau. Desiree. Wie spricht man das? Desiree. Estelle, ich muss vielleicht nach dem Stream das ein oder andere Instagram-Profil, Mit wem genau sie zusammenpassen. Wobei hier tatsächlich die Gemeinsamkeiten relativ oberflächlich sind und ich mich frage, was für Experten das eigentlich sein sollen. Ist das vielleicht ein Ding wie mit dem Orakel von der WM? Weil es würde passen. Und dabei gibt es Gelächter, Drama, Zickereien, WM, weil es würde passen. Und dabei sie richtig naturschönes Gesicht und dann sehe ich einmal, zweimal und denke mir so, hä? Gibt es sie zweimal? Ich sage es euch immer wieder, Mädels, hört meine Worte, lasst euer Gesicht naturschön, macht euch die Wimpern, ihr seid schön, wie ihr seid, schminkt euch ein bisschen, aber wenn ihr ein bisschen hier rein Botox, da Lippis, ihr schaut copy-pasted aus. Es sieht auf den ersten Blick aus, sieht das aus, als wäre hier zweimal die gleiche Frau. Es ist unerträglich, dieser... Auch dieselbe Haar-Platin-Blond-Farbe auch noch. Unerträglich finde ich das als Typ. Unerträglich, wer steht da drauf? Ich sehe bei Instagram Bilder, Digga, die haben Schlauchbootlippen. Wenn ich irgendwann mal Flugzeugunglück mit ihr hab, brauche ich nicht hier Schwimmweste. Ich nehme einfach ihre Sujuk-Lippen als Beiboot, ne? Unerträglich, 80.000 Like hat das Bild. Und ich denke mir so, Digga, wer liked das? Wer, Digga, wer? Verdammt, Johe, Digga, es ist unerträglich, dieser Trend. Es wird auch immer schlimmer, nicht besser. Gibt es Gelächter, Drama, Zickereien und das unterhält die meisten. Aber warum sind denn ausgerechnet Dating-Formate so erfolgreich? Fast jeder von uns ist schon mal durch bestimmte Phasen in seinem Leben durchgegangen, wie verliebt sein, seine Gefühle laut aussprechen, hoffen, dass es gut ausgeht. Dies bei anderen beobachten zu können, löst in uns etwas aus, was wir eben kennen, eine Situation, die uns bekannt ist. Wir fühlen mit und mit einigen von diesen Charakteren können wir uns identifizieren. Ob es die Laute ist, die Zurückhaltende, der Pumper oder man steht zwischen zwei Stühlen und kann sich nicht entscheiden. Vor allem ist es spannend, das mitzuverfolgen, weil man... Schaust du, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also ganz damals, ne, wo man noch jung war und Fernsehen mit den Eltern geschaut hat, dann hat man auch mal, ja, vor allem viel Sport, ne? Meine Eltern haben immer viel Sport geschaut, Skispringen hier, Skispringen da, wo ich immer nicht kapiert habe, warum schaut man Leuten beim Skispringen zu, aber ja, irgendwas muss man ja glotzen. Da hat man auch mal Dschungelcamp und so geguckt, Dschungelcamp, ganz witzig, hahaha, als Kind weiß das halt nicht besser, aber... Als erwachsener Mann habe ich tatsächlich, aber ich bin ja auch Streamer, ich bin ja auch abends für euch da, Chat, ne? Ich habe abends keine Langeweile, weil wenn ich nicht streame für euch, mich mit euch im Chat unterhalte, dann zocke ich entweder privat oder ich bin halt mit Freunden unterwegs. Deshalb, bei mir kommt abends diese Langeweile nicht auf, dass ich irgendeine Scheiße im Free-TV schauen will. Aber Dschungelcamp ist auch nur das Primitivste eigentlich. Irgendwelche Z-Promis, die dann irgendwelche Insektenscheiße essen müssen oder sich mal wieder halbnackt ausziehen. Ne? Und wenn man bei Dschungelcamp irgendwie landet, tust du dir auch selber eingestehen, Bruder, Karriere am Boden. Weil dann nimmst du die Moneten da mal wieder mit, um ein bisschen Screentime zu haben. Ne? Sie fragt, okay, hält das für eine Ewigkeit oder hält es nur bis zum nächsten Tag? Bis hierhin ist noch alles halb so schlimm, es ist eben simple Unterhaltung. Die Mutti guckt heute noch Dschungelcamp. Ich habe damals auch eine gedatet, Paulina hieß sie. Die war... Berlin Tag und Nacht süchtig. Ich musste immer mit ihr Berlin Tag und Nacht schauen. Ach du Scheiße, Digga. Das war ein Trümmerbruch. Aber wie echt sind die Formate in Reality-TV und wie wäre das wirklich mit Liebe zu tun? Manchmal kann eine gute Love-Story die Einschaltquoten in die Höhe treiben. Ich habe dann auch irgendwann losgelassen und bin einfach zum Erdkern gefallen. Sei es jetzt DSDS, wie mit Pietro und Sarah Engels, oder eben doch ein bisschen gefakter, wo man dann offensichtlich in die Kameras guckt, nur um ein bisschen mehr Sendezeit zu ergattern. Manche gehen sehr weit für eine erzwungene Romanze und Aufmerksamkeit, wie beispielsweise Jelis Kotsch. Sie ist mit einer neuen... War aber ein super süßes, tolles Mädchen, mega korrekte Frau und jeder von uns, Chat, jeder von uns hat eine Leiche im Keller und ihre war halt, sie war... Berlin Tag und Nacht süchtig. Neuen Sendung aufgefallen und zwar Make Love, Fake Love. Also sie ist mir halt aufgefallen. Ich finde die Sendung total absurd. Denn die Sendung hat ein sehr seltsames Konzept, was ich bis heute nicht verstehe. Eine Single-Frau in dieser Staffel, Jelis Kotsch, zieht mit 10 Männern in eine Villa ein. Sie soll die Kandidaten kennenlernen und sich in sie verlieben. Soweit so gut. Dabei ist aber Vorsicht geboten, denn nicht alle Männer...
Kandidaten. Ich weiß nicht, wie man Sascha nicht mögen kann, Digga. Kennenlernen und sich in sie verlieben. So weit, so gut. Ich weiß nicht, warum ich das so feiere. Dann in eine Villa. Ja. Sie soll die Kandidaten kennenlernen und sich in sie verlieben. So weit, so gut. Dabei ist aber Vorsicht geboten, denn nicht alle Männer sind Singles. Einige täuschen ihre Liebe für jedes nur vor, andere meinen es ernst mit ihr. Welcher Mann in welche Kategorie fällt, muss jedes herausfinden. Denn entscheidet sie im Finale für einen vergebenen Kandidaten, darf der das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro behalten. Die Frau, die dem Bachelor eine geklatscht hat, weil er sie geküsst hat und danach rausgeworfen hat, macht bei einer Sendung mit, wo vergebene Typen mitmachen und dann ihre Freundinnen woanders dabei zuschauen, wie sie sich an eine Frau ranmachen. Die Freundinnen sehen alles. Auch das, was sie nicht sehen wollen. Oder mein Favorit, Prinzessin gesucht für K1, der nämlich auf der Suche nach einer neuen Freundin war und da mussten mehrere Mädels unter Beweis stellen, warum sie... Digga, der lebt noch? Krass. Sie die perfekte Freundin für K1 wären. Digga, Wahnsinn. Kult. Aber was ist daran verwerflich? Wer freiwillig an solchen Formaten... Ich dachte, er wäre schon zur Sonne geflogen und vergnügt. Teilnimmt, erhofft sich entweder die große Liebe oder eben einen geilen Urlaub. Oder eben eine Menge Follower, aber anderes Thema. Es wird halbnackt den ganzen Tag gesoffen, bis ein künstlich hergeführtes Drama die ruhige Atmosphäre stört. Denn hey, wer will Frieden? War mein Problem jetzt ist, dass ihr absolut kritikunfähig seid. Was? Und gar nicht, ihr versteht gar nicht, worüber wir reden. Und hier wird es vor allem problematisch, wenn man sich mal fragt, wonach werden die Kandidaten gecastet. Oftmals sind es schlanke, schöne Menschen, die in die Norm passen, beziehungsweise in die Trash. Digga, was oftmals sind es Vanessa Heidewitzka. Schlanke, schöne Menschen, die in die Norm passen, beziehungsweise in die Trash-TV-Norm. Bei den Männern sind es große Männer, die breit und aufgepumpt sind, also schlanke. Schade, dass die Brees in der Sendung dabei sind. Das ist eigentlich Giga-Chat. Bei den Männern sind es große. Seht ihr, wie jung er aussieht ohne Bart? Stellt euch den Bremer mit einem stabilen Bart vor. Huch. Große Männer. Fresh. Die breit und aufgepumpt. Der Max, Digga. Junge, der hat ja Trimax so die Hucke vermöbelt. Aber aufpassen, dass er euch nicht in die Zahnlücke einsaugt. Pumpt sind, also schlanke Männer sind eher die Ausnahme tatsächlich. Stereotypische Charaktere. Breit Tattoo und wo? Trash-TV. Wer hat ein Tattoo? Bei den Männern sind es große Männer, die breit und aufgepumpt sind. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, das Tattoo ist safe bei einer Wette mit 3 Promille entstanden. Also schlanke Männer sind eher die Ausnahme tatsächlich. Stereotypische Charaktere sind natürlich auch dabei, wie die Partymaus, die Zicke, die Leise, die auf Beef aus ist. Bei den Männern ist es oft der Prolet, der Pumper. Sensible Männer, die es eher Pumper langsam angehen lassen, sind tatsächlich rar. Und manche von ihnen wollen gar nicht die Formate verlassen. So wie zum Beispiel Vanessa, die eigentlich in eine Matchbox gewählt werden sollte, um herauszufinden, ob das ihr Perfect Match ist. Aber eingesagt hat, dass sie es nicht möchte, eigentlich nur um länger drin zu bleiben. Also ist man nun für die Liebe da oder doch für die Sendezeit? Natürlich gibt es auch Formate, die mehr die Realität widerspiegeln, als beispielsweise Are You The One und Co. Ein gutes Beispiel ist hier First Dates, wo einfach normale Leute hinkommen und sich bei einem Essen kennenlernen können. Aber das Dramapotenzial ist eben sehr niedrig und ich kann mir vorstellen, dass das viele einfach nicht interessiert. Das ist ein Punkt, wo man sich streiten könnte, aber meiner Meinung nach ist problematisch auch die moralische Darstellung. Es ist praktisch die ganze Zeit trocken, reiben oder so, was die da machen. Ich kann hier nicht schlimme Wörter verwenden. Jeder macht mit jedem rum praktisch Tag und Nacht. Jeder mit jedem einfach. Oh, geil, wie sie gepackt hat. Pack mich auf. Ob es jetzt Are You The One ist oder wie beim Bachelor ganz am Ende, wo es... Ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt einfach auch jüngere Leute schauen, die sich denken, ja, ich hätte auch mal Bock, mit so jemand rumzumachen, egal ob jetzt Männlein oder Weiblein. Fast schon wie eine ungeschriebene Regel ist. Ich war auch noch richtig jung und habe American Pie geschaut und dachte mir, Alter, ich hätte auch Bock, mal richtig einen abzu... Dass man mit seinen Favoriten unbedingt... Dass er feiert man so Filme in der Jugend. ...geschlafen haben muss. Das Thema Nähe ist nach dem Thema... Ich dachte mir, wie hat er es geschafft, Stiflers Mom zu klären? So ein Hund. Streit mit ganz vorne mit dabei. Und so werden extra Räume errichtet, wie der Boom Boom Room. Damit man, wenn man vielleicht keine Lust auf den Gemeinschaftssaal hat, Räume errichtet, wie der Boom 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 Room wird eingeweiht. Sasa und Vanessa landen im Boom Boom Room. Are you the one? Boom Boom Room.
Room, damit man, wenn man vielleicht keine Lust auf den Gemeinschaftssaal hat, dahin geht und sich dann da anfasst. Folgen davon gebrochene Herzen, viele Tränen und Sprüche wie: Aber Bro, wie war die Stimmung da? War nicht jeder mit jedem schon fast? Nicht rum, Bro, wir waren am Strand. Ja. Jeder Dings. Bruder, wir haben Kameras vergessen. Problematisch in dieser Hinsicht ist eben, wie Jugendliche oder Menschen mit wenig Erfahrung das Ganze wahrnehmen. Gibt es etwa nur diese Stereotype? Gibt es nur den Pumper, den Proleten oder der Typ, der nur mit dir spielt? Aber Bro, wie war die Stimmung da? Ist es normal, sich einer Person so schnell zu öffnen, sowohl physisch als auch emotional? Zurückhaltende Leute sind auch eher die... Ich frage mich, wie die Leute sich danach im Spiegel angucken können. Komplett blamiert. Lieber Perfect, das ist ja, guck mal, du bist, was du isst. Und du bist, was du für ein Umfeld hast und wie du deine Erfahrungen im Leben, ne? Und wenn du, sag ich jetzt mal, in einer Bubble unterwegs bist, wo es das Heftigste ist, irgendwann Fame zu sein und mal im Fernsehen zu sein, dann kriegst du wahrscheinlich von deinem Freundeskreis sogar noch Rückenwind. Die werden dir nicht sagen, Alter, Digga, du hast dich da voll zum Dulli gemacht. Mach mal was Vernünftiges mit deiner Zeit. Sondern die werden sagen, ey, Bruder, Props, hast die Alte richtig lang gemacht im Fernsehen. Du bist mein Held. Ne? Und deshalb existieren ja solche Formate, weil es Leute gibt, die das konsumieren und die Leute feiern. Ne? So wie, also, lass mal hier die Kirche im Dorf. Die denken wahrscheinlich dasselbe über uns auf Twitch, weil die halt da nicht so drinne sind. Die denken sich, hä? Die zocken irgendwelche Videospiele, ist doch voll langweilig. Voll die Cringer. Ja, Bruder. Sorry. Wenigstens ist die Scheiße nicht fake. Ich zock das Spiel nämlich wirklich. Die Ausnahme bekommen extrem... Mit deinen 5 Minuten Hype. Z-Promi. Hauptsache blauen Haken. Wenig seine Zeit, weil sie in den Augen des Senders eher langweilig sind. Orange, Orange, Walter Flisch. Ja. Kerstin, aber nichts mit Küssen, ja? Okay. Blow, Job, Blow. Kerstin, du bist etwas beklemmt. Das könnte einen Einfluss auf Zuschauer haben. Das ist meine Theorie, man muss dem Ganzen nicht zustimmen. Aber wenn man sieht, dass im Fernsehen, in diesen Dating-Formaten, nur die Leute auffallen, die laut, schrill und offen sind, dann könnte man sich selbst auch in Frage stellen, als zurückhaltende Person, und sagen, hey, vielleicht muss ich mich ändern, vielleicht muss ich auch eher in die Richtung gehen, damit ich auf der Straße von Leuten angesprochen werde. Twerken. Ach du Scheiße, was ist los mit euch? Nee, bitte nicht. Mach ich nicht. Tut mir leid. Nee, ich will erster Tag. Es gibt keinen ersten Tag. Nee. Wo sind wir denn hier? Im Kindergarten? Hä? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht oder ihr da eher... Ja, sie wollte sich halt im Fernsehen nicht vor allen halbnackig machen und twerken, Digga. Würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt wünschen von meiner zukünftigen Freundin, dass sie das im Fernsehen gemacht hat. Kann ich tatsächlich als Erwachsener nachvollziehen. Gelassener sein. Andere Formate beweisen, dass man sich sehr schnell in Situationen drängen lässt, die man eigentlich gar nicht möchte. GNTM und die Kussszenen mit Models oder eben die Hochzeit mit einem Wildfremden. Denn der Druck ist enorm und vor allem die Vorstellungen der Person, die da mitmachen. Was steht da? Denn der Druck... In dem Moment kann da stehen, wer will, man lässt sich immer darauf ein. Ist enorm und vor allem die Vorstellungen der Person, die da mitmachen, sind auch sehr hoch. Man wurde angenommen, ein Partner wurde für dich rausgesucht, ein Kamerateam ist für dich da, du bist extra angereist. Natürlich ist es wesentlich schwerer, Nein in der Situation zu sagen, als Ja. Was ich vor allem sehr besorgniserregend finde. Ein bisschen Ehre sollte man als Frau schon haben, auch als Männer. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, kennt euren eigenen Wert. Lasst euch nicht, egal von wem, klein machen, runterwirtschaften. Wenn ihr an jemand Interesse habt und die andere Person, sei es mangelnder Interesse oder weil sie noch 80 andere Typen in den DMs hat, eure Zeit nicht schätzt, dann ist sie eure Zeit auch nicht wert. Nicht immer zu viel geiern, aber auch nicht zu wenig. Ich glaube, jeder mag es, wenn jemand Interesse zeigt. Und wenn sie das nicht mag, dass ihr ihr Interesse zeigt oder eher dir als Frau so, dann geh mit Gott, aber geh, Digga. Das wird dann eh nichts. Glaub mir, ich habe auch so viel rumgechattet, so viel rumgeflirtet. Und wenn es nicht vorangeht bei einer gewissen Zeit, dann wird es in 90% der Fälle sowieso nichts, Digga. Dann ist auch die Zeit danach alles verschwendete Zeit. Ich finde, ist der Alkoholkonsum in diesen Dating-Formaten. Are You The One ist das perfekte Beispiel. Digga, das ist ein stabiles Siegerlächeln. Das muss man hier lassen. Da sieht man mal, wie wichtig weiße Zähne sind. Neben Germany Shore, falls ihr das mal gesehen habt. Und im echten Leben, naja, guck mal, dieses Social Media, der Social Media Scheiß hat das Ganze so ein bisschen ausgehöhlt und verfälscht. Im Real Life merkst du sofort, wenn es vibet oder eben auch nicht. Ne? Übers Schreiben, ich würde sagen, ich bin ein recht guter Schreiber,
Aber manche Frauen, die können nicht schreiben, Digga. Die können nicht flirten. Können die nicht. Die fangen dann mit dir an, irgendwelchen Smalltalk oder keine Ahnung, Digga, das vibet irgendwie nicht. Aber könnte sein, wenn du mit ihr im Real Life essen gegangen wärst, hätte voll harmoniert, ihr hättet euch gut verstanden, geile Themen. Du weißt es halt nicht. Deshalb ist eigentlich immer besser, gar nicht so viel rumschreiben, immer hin und her, ewig lang in die Länge ziehen, sondern treffen. Wenn halt viel Distanz dazwischen ist, immer schwierig, aber eigentlich sich zeitnah sehen. Sonst, und jeder, der das auch erlebt hat, wird mein Zeuge sein, sonst verläuft sich das Ganze im Sande. Weil dann hast du irgendwie im Chat schon alles geklärt, bevor du dich überhaupt mal getroffen hast, ne? Hast schon keine Ahnung was ausgetauscht für Informationen, aber es kommt halt nicht zum Treffen und dann, ja, logischerweise geht dann die Interesse zurück und man schreibt da nicht mehr daily riesige Texte. So, ist doch normal. Aber der Fokus wird seit Tag 1 enorm auf Alkohol gelenkt und wird dargestellt als ein leichterer Einstieg, den man einfach jeden Tag nutzen kann. Denn die Leute sind wirklich jeden Tag dauerhaft besoffen. Und das ist logisch, denn die Produktion will ja, dass man ungehemmt an dieser Sendung ist und vielleicht mehr zulässt, als man es eigentlich nüchtern tun würde. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Kandidaten eigentlich mitmachen. Nicht nur, dass das laute und offene Charaktere meist sind, sondern... Blind Dates stelle ich mir deshalb ganz interessant vor. Ja, weil du dich auch darauf einlässt, ne? Und Chat, ganz wichtig, und da tue ich mich gar nicht außen, da nehme ich mich gar nicht raus. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen, egal ob Männlein oder Weiblein. Wir haben unser Schubladendenken und wir haben unseren Typ Frau oder Typ Mann, den wir attraktiv finden oder auch nicht. Aber eigentlich ist das nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Und dass man so von der Art her zusammenpasst, ist doch eigentlich viel mehr wert als Aussehen. Und deshalb eigentlich Blind Date, lässt dich drauf ein, schnackst mit ihr, findest sie korrekt. Und vielleicht hättest du sie vom Aussehen auf irgendeiner Dating-App zur Seite gewischt. Aber findest sie dann beim Date mega korrekt. Ausstrahlung bei einer Frau oder Mann, ganz wichtig, Chat. Ausstrahlung. Lebensfroh. Ein schönes Lächeln. Ein schönes Lachen. Das kann gar nicht ein Bild dir zeigen oder eine Sprachnachricht. Übrigens, Chat, Game Changer. Nicht immer hier nur tippen mit den Mippen, sondern mal eine Sprachnachricht schicken. Und auch mal eine Sprachnachricht fordern. Direkt viel deeper. Als immer nur hier ein bisschen Texte hin und her. Und verpisst euch mit Snapchat und diesen kurzen, vercrackten Nuttennachrichten. Und wehe, ihr baut Herzen auf. Dann tauscht Nummer und telefoniert oder so. Verheiderwitz. Sie werden ja extra von dem Produkt. Sascha rastet auch gleich aus. Gecastet und groß gemacht, wie beispielsweise auf Social Media, was ganz eng verknüpft ist mit den einzelnen Formaten. Und so ist es nicht unüblich, dass immer gleich aussehende Puppen gecastet werden, die dann Jahr für Jahr in anderen Formaten recycelt werden. Ob nun in einem Partnerformat mit der besten Freundin oder in einem Dating-Format mal wieder. Das Interesse von beiden Seiten besteht kaum, etwas Ernstes zu finden, sondern der Fokus liegt auf Sendezeit und Reichweite. Was Emojis verwenden oder nicht, was meinst du? Ich finde, ein Chat ohne Emojis sieht irgendwie immer so kalt und desinteressiert aus. Deshalb wird dann der ein oder andere Emoji auch mal verwendet. Aber da werde ich auch manchmal von meinem Kollegen ein bisschen aufgezogen. Schicke ich Haptik eine etwas längere Nachricht und er sagt, hey Digi, du schreibst wie meine Mutter. Hinter jedem Satz einen Emoji. Ja, sorry, du Model. Das peppt halt den Chat ein bisschen auf. Dann sieht es nicht so ernst und streng aus. Was macht das also mit uns, wenn wir Dating-Formate sehen, wo besonders aggressiv... Hier ein Lachsmiley, da ein mit der Sonnenbrille, hier mal eine Sonne. Ist doch schön, Digga. Laute, schrille, toxische Charaktere auffallen. Leonie weiß ganz genau, dass Laura meine Nummer 1 ist. Und Laura weiß genau, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen auf Leonie stehe. Und daraus Konstellationen mit gebrochenen Herzen entstehen. Mondgesicht, Emoji, immer wichtig. Und am nächsten Abend wieder auf dem Schoß von dem Typen sitzen, der ihnen eigentlich wehgetan hat. Vor allem ist man natürlich erstmal unterhalten oder regt sich enorm drüber auf. Aber kann es einen auch negativ beeinflussen? Meiner Meinung nach ist es einfach ein Problem, dass wir immer gewisse Stereotype in diesen Sendungen haben. Groß, schlank, aufgepumpt, enorme Brüste, künstliches Aussehen. Es ist immer dasselbe und vor allem sind die Charakterzüge immer dasselbe. Frauen werden meistens als Objekt dargestellt. Es wird offen in der Sendung kommuniziert. Carina ist so für mich was Sexuelles, was Perverses. Und was ich vor allem ganz schlimm finde, ist, dass da unglaublich krasses Neandertaler-Denken auch etabliert wird. Also der Mann, der die halbe Villa durch hat, sagt zu der Frau, wenn es ein bisschen mehr war, dann ist auf jeden Fall für mich einfach so abstoßend dann, weil meine Frau hat keiner zu küssen. Und dasselbe wiederholt. Ja, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, ne? Das habe ich, Gott sei Dank, habe ich das richtig schnell geblickt. Gleiches Recht für alle, Chat. Das ist so dumm eigentlich.
Warum darf der Mann rumbumsen und wenn du, keine Ahnung, 10 Stück die geklärt hast in 2 Monaten, dann alle im Freundeskreis, ey Bruder, bei dir läuft, du bist der Heftigste. Und wenn dann eine Perle erzählen würde auf Twitter, ja, hat in den letzten 2 Monaten 10 verschiedene Typen, die Leute würden ausrasten. Ja, Bruder, gleiches Recht für alle, Mann. Die darf sich auch gönnen, aber als Frau darfst du das irgendwie nicht so. Darfst du heutzutage eigentlich immer noch nicht. Also wird mir jetzt vielleicht auch nicht gefallen, 10 in 2 Monaten so, aber ich würde mir auch selber keine 10 in 2 Monaten. Das, huch. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Dieses Schubladendenken ist heute immer noch so. Am besten sind ja immer die, die sich richtig heftig gönnen und dann noch eine Jungfrau wollen oder so. Jahr für Jahr für Jahr. Ist das wirklich die Wirklichkeit? Wohl kaum. Manche wünschen sich ja auch so, mit ihr dann die ersten Erfahrungen zu machen. Das ist natürlich schön, gerade wenn man jünger ist. Ich würde schon sagen, eine gewisse Erfahrung sollte sie haben, ohne dass sie jetzt das ganze Telefonbuch durch hat. Darf ich das so sagen? Ich habe jetzt noch, Digga, ich muss hier voll aufpassen, was ich sage. Ich bin ja hier nicht unter Kollegen. Aber ich hätte jetzt keine Lust, sie einzureiten oder ihr beizubringen, wie ein Blog funktioniert oder so. Hätte ich auch nicht Bock drauf. Ne? Sie muss schon wissen, was man macht. Und dennoch interessiert es niemanden. Die Liebe ist in solchen Formaten sehr kurzfristig. Meistens hält sie nur einen Tag und am nächsten Tag ist die Person plötzlich mit wem anders und erzählt dann nach einem einstündigen Date, dass sie vielleicht das Perfect Match sein könnten. Digga, was ist das wieder für ein geiler Emoji? Beziehungsweise ein geiles Twitch-Emote. Heute sehr based. Da muss ich wahrscheinlich auch mal wieder die Skibrille auspacken. Warte, wo ist denn die? Da hinten. Genau, so sieht's aus, Chatterino. Ne? Da bleiben wir auch an der Stelle einfach optisch geschützt. Und dennoch wird uns das als Dating-Format verkauft, wo der Fokus eigentlich nur auf Drama liegt. Aber eigentlich ist das purer Beschiss, der uns unterbewusst enorm negativ beeinflusst. Absolut, Saschkas Meinung. Und das hüllt auch das Verständnis von gegenseitigem Respekt und alles, hüllt das auch aus. Solche Shows, wenn man die genießen möchte, ne, nichts Besseres zu tun hat mit seiner Zeit, dann muss einem immer klar sein, dass das nicht die Realität ist. So wie auch Pornos nicht normales Sexleben widerspiegeln. Ne? Das muss einem halt schon klar sein. So. Ich will noch denken, sag mal, gibt's nur noch solche Leute? Twerken. Ach du Scheiße, was ist los mit euch? Nee, erster Tag. Entschuldigung. Es gibt keinen ersten Tag. Nee. Das ist ja genauso, wie man sagt, die Generation von heute ist verloren. Wenn man nur negative Beispiele bekommt, dann wird man irgendwann annehmen, dass alle so sind. Aber das ist ja nicht so. Aber Trash TV ist ja nicht darauf konzipiert, euch tolle Beispiele zu geben, sondern der Fokus liegt nur daran, Klicks und Reichweite zu erzielen mit besonders auffälligen Charakteren und das nur mal in Form von Dating-Formaten, die eigentlich gar nichts mit Datings zu tun haben. Diese Formate sind ja nicht wirklich darauf ausgelegt, Leute zusammenzubringen. Und wenn, dann ist es eher die... Das ist halt Chat, ne, wo man noch pubertierend war. Da hat man sowas halt auch mal hier und da geglotzt im Fernsehen und sich nicht wirklich viel dabei gedacht, sondern dachte sich nur, hey, oh, bei dem läuft, der klärt sich die alte Macher, ne? Macher, kein Lacher. Und bei der Perle dachte man sich halt, ey, attraktive Frau, mit der hätte ich auch gern was. Mit dem Alter kommt die Reife. Und heute bin ich froh, dass ich sowas mir nicht mehr reinzwirbel, weil es mich wahrscheinlich am Ende des Tages nicht weiterbringt, beziehungsweise nur die reale Partnerwahl erschwert, weil mir da falsche Werte vermittelt werden. Ne? Liebe ist vor allem so anders und so viel mehr, als sie in den Formaten dargestellt wird. In diesen Formaten geht alles super schnell, man verliebt sich total schnell. Die Realität spielt keine Rolle, obwohl es eigentlich das Absurde ist, weil es ja ein Reality-Format sein soll. Die Reality wird extra aufgepimpt, es wird Drama hervorgerufen, es wird Alkohol mit reingetan, damit die Leute umso schriller, umso lauter, umso offener sind und viel mehr Blödsinn verzapfen als in echt. Aber Überraschung, die Realität ist langweilig und nennt sich vor allem Alltag, der gar nichts mit dem zu tun hat, was im Fernsehen zu sehen ist. Wenn wir das aber über Monate, über Jahre eingeflößt bekommen, dass es eben vielleicht normal ist und dass diese Dreiecksbeziehungen normal sind und dass es auch normal ist, sich so schnell zu öffnen und sich so schnell zu verlieben und nach einer Stunde zu behaupten, dass man Perfect Match sein könnte, dann ist das schon fragwürdig, denn ja, langweiliges Zeug will niemand sehen, aber inwiefern dieses übertriebene Zeug vor allem in so einem Ausmaß an Formaten normal ist, das ist die andere Frage und wesentlich interessanter. Irgendwie erschreckend ist ja auch die unglaubliche Nachfrage nach solchen Formaten. Eine scheinbar unstillbare Nachfrage. Und das ist ja auch wirklich ein Money-Glitch-Chat, hat sie am Anfang gesagt. Und das ist so, diese Shows sind von der Produktion her gar nicht teuer. Eine dicke Villa, bisschen Alkohol, paar Z-Promi-Schauspieler für einen schmalen Taler, dann wird ein paar Scripts geschrieben, bisschen Alkohol, bisschen Party hier, Drama, Puff, Peng, zusammengeschnitten, Format fertig.
Da ist, welchen Einfluss das hat. Dass alles enorm sexualisiert wird, dass jeden Tag ein neues Drama ist, dass die Leute switchen von einer Person zur anderen, obwohl sie behauptet haben, dass sie sie enorm mögen würden. Was macht es mit uns? Was glaubt ihr? Schon immer und wird auch immer so bleiben. Was es mit uns macht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen. Einen Daumen nach oben. Sehr gutes und ein Abo, damit wir uns nächste Woche Sonntag... Dass die da vorhin einfach nackt in dieser Vitrine standen, das erschrickt mich, erstaunt mich, dass es da keinen Shitstorm für gab. Aber wenn irgendein Model bei Germany's Next Topmodel irgendwie die Beine eingeölt bekommt, damit sie vielleicht auf dem Laufsteg hinfällt, wird wieder ein Video gemacht, Bruder, und ganze Twitter-Community dreht durch, Digga.